Und zwar geht es um ein neues Release. Das ist so brandneu, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon drüber sprechen darf. Als ich den das erste Mal gesprüht hatte und dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. An welchen Duft erinnert mich dieser Duft hier? Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich quatsch wirklich sehr gern über Parfüm. Falls du auch ein Parfüm-Freak bist, abonnier doch diesen Kanal, dann siehst du jedes Mal, wenn ein Video von mir online kommt. Dann kannst du nämlich auch diese Glocke unten anklicken, dann kriegst du immer so eine Push-Nachricht. Ein Video von Angelina Patchouli ist online. Genau, jetzt geht es aber heute in diesem Video um nur einen einzigen Duft. Und zwar geht es um ein neues Release. Das ist so brandneu, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon drüber sprechen darf. Es geht hier nämlich heute um Guisada Ambassadora. Ich habe den Duft sogar schon hier. Das ist das gute Stück. Du hast vielleicht ein Review von mir schon gesehen zum Ambassador for Women Duft. Das ist nämlich der hier. Dieser Duft hier heißt Ambassadora und soll den hier quasi wie nochmal neu interpretieren. Also das ist wie so eine neue Version von dem hier. Ich habe den Duft jetzt die Woche getestet, ausgiebig für dich und kann dir jetzt schon ein bisschen was dazu sagen, zu diesem Duft hier. Ich finde übrigens den Flakon, bevor ich jetzt loslege, auch viel schöner als den hier. Irgendwie spricht er mich mehr an. Und ich sprühe den jetzt schon mal auf. Der Duft erinnert mich, kann ich dir jetzt hier ganz am Anfang schon verraten, an einen anderen Duft. Ich saß da, als ich den das erste Mal gesprüht hatte und dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. An welchen Duft erinnert mich dieser Duft hier? Ich saß da und habe gegrübelt und habe gegrübelt. Das war echt nicht einfach. Und dann bin ich drauf gekommen. Der Duft erinnert mich an Yves Saint Laurent Libre Intense. Ich weiß nicht, ob du den Duft schon kennst. Jetzt aber nichts falsch verstehen. Das ist auf gar keinen Fall. Ich kann nicht mehr sprechen. Das ist auf gar keinen Fall ein Zwilling zu Yves Saint Laurent Libre Intense. Das ist ein Duft, der Unterschied. Ich würde sagen, ich rieche auf jeden Fall auch Orangenblüte raus. Eine orange Mandarine. So eine ganz spritzige Mandarine zu Beginn mit rosa Pfeffer. Und Jasmin. Ich rieche auch ganz viel Jasmin. Das sind so die Hauptkomponenten, die ich rausbekomme. Und auf der Haut, der entwickelt sich in eine, also ganz anders als bei Libre Intense. Der entwickelt sich bei mir wie so pudrig, moschushaltig. Der wird so ein bisschen süßer und so ein bisschen vanilliger. Der große Unterschied jetzt aber zu dem Duft ist, ich möchte den jetzt gerne mit Libre Intense vergleichen, weil du den vielleicht schon kennst, den Libre. Und deswegen kannst du dir vielleicht jetzt was Besseres vorstellen, wenn ich den jetzt vergleiche. Der ist viel heller. Der ist irgendwie spritziger und irgendwie floraler und ich würde sogar fast sagen, so ein bisschen femininer. Weil bei Libre Intense sagen manche, die riechen da wie so eine maskuline Note raus. Die hat der hier nicht. Der hier ist auf jeden Fall romantischer. Eben dieses Liebliche einfach. Und für mich, ich sehe bei Düften immer auch wie so Farben vor mir. Jetzt denkst du, ich habe sie nicht mehr alle. Aber Libre Intense ist wirklich dunkel. Und ich würde fast schon sagen, für so eine ganz, ganz gestandene, laute Frau, die gerne im Vordergrund steht. Wenn du Libre Intense eigentlich magst, aber das dir nicht gefallen hat, dieses In Your Face, dann ist das vielleicht dein Duft. Das ist so eine feminine Art, die nicht im Vordergrund stehen muss. So riecht der Duft für mich. Mit dieser feinen Mandarine, Orange, aber trotzdem mit diesen pfeffrigen Noten. Und wie gesagt, du kriegst hier Vanille, bekommst du bei Libre Intense bei mir jetzt auf der Haut nicht raus, im Drydown. Haltbarkeit ist von dem Duft bei mir auf der Haut ungefähr so 7 Stunden lang. Ich nehme den 7 Stunden auf der Haut wahr, auf der Kleidung viel länger. Auf der Kleidung mindestens 2 Tage habe ich den wahrgenommen. Gut, ich musste die Kleidung dann halt auch waschen. Also vielleicht hält er sogar länger. Und Sillage ist ein gutes Mittelmaß. Auf gar keinen Fall so laut wie Libre Intense. Das heißt, wenn du einen Duft suchst, der jetzt nicht so schreit, der aber diese Vibes hat, das sind nur die Vibes, das ist kein Zwilling, dann teste mal den Ambassadora. Ich finde den echt gelungen. Ich kann dir sogar verraten, ich finde den um einiges besser als den hier. Also ich finde den hier auch gut. Der hat so, was hatte ich gesagt, Thierry Mugler Aura Vibes. Der hat so eine dunkle Vanille. Wenn ich jetzt aber wählen müsste, würde ich definitiv immer mit dem gehen, weil ich finde, der ist irgendwie zarter und eleganter. Der hat einfach diese Eleganz, die Libre Intense halt auch hat. Und deswegen feiere ich den gerade halt schon auch sehr. Genau, das war's auch schon. Ich wollte dir jetzt hier mal einen kurzen Eindruck geben über den neuen Duft. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Video. Falls es Releases gibt, die dich interessieren, es gibt zum Beispiel auch den neuen, den habe ich gerade da vorne liegen, den neuen von Alien. Jetzt wollte ich Thierry Mugler sagen. Thierry Mugler hieß es. Ich spreche das immer falsch aus. Thierry Mugler, der neue Alien Goodies heißt der goldene. Den werde ich jetzt auch bald reviewen. Und ja.
Ich tue das gerne für dich. Schreib das einfach in die Kommentare unten. Und abonniere diesen Kanal, falls du weitere Videos von mir sehen möchtest. Ich bin jetzt hier gerade schon fast sprachlos. Deswegen, ich muss jetzt hier aufhören mit diesem Video. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee, mache ich immer nach den Videos. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.